Den Server und auf los geht's los. So, lieber Pox, ich habe mal ein bisschen was gemacht hier, ne? Ich habe mal ein bisschen so, wüsste aber auch gleich. Oh, guck mal auf die Mobfarm, guck mal, weißt ja, was ich meine. Mobfarm. Guck mal da oben. Burn, baby, burn. Da steht ein Creeper draußen rum. Hey, can du das? Nicht. Ich schaff das. Nein! Yeah! Eine Enderperle. Da sind ja noch mehr Creeper. Ich hab eigentlich mehr Angst vor dem Enderman. Weil die Geräusche sind, Okay, ich habe jetzt folgendes Problem. Ich würde gerne da an die Mobfarm ran, aber sonst falle ich runter. Deswegen will ich da erst ganz kurz in den Boden hinmachen. Erfahrungsgemäß das letzte Mal, was die Zuschauer leider nicht sehen konnten, bin ich ja ein bisschen. Böses Huhn. Geil nach unten. So, dann, ich weiß nicht, du könntest mal bei mir gucken, oben in der Truhe, ob da noch, Truppensetzlinge sind. Da ist übrigens auch der Enderman. Wo, bei dir oben? Nee, bei mir vor der Tür. Ach so, ach cool. Du wirst sterben. Komm, put. Ah, verdammtes Skelett. Ich hab einen Enderman getötet. Du hast auch eine Enderperle bekommen. Ja, du hast noch 2 Truppensetzlinge. Hab ich noch. Oh, puh. Weil beim letzten Mal sind nämlich keine rausgekommen. Drecksding. Ja. Ich muss noch was essen. Ach, wobei. Jetzt fallen mit denen noch runter. Nein, ich will endlich 4 Stück, damit wir einen großen Baum pflanzen können. Ich brauche was zu essen. Da. Oh, verdammt, ja. Auf der Mobfarm da oben, da sind wahrscheinlich richtig viele Sachen und jetzt. Wie habt ihr die Mobfarm eigentlich gebaut? Kann man da hochgehen oder was kann man kannst da machen? Du kannst hochgehen. Solange da noch keine Monster gespawnt sind, kannst du hochgehen. Aber jetzt sind auch gerade keine. Doch, jetzt sind wieder Monster da. Komm mal mit, ich zeig's dir mal. Sekunde. Das ist immer noch da. Ich brauch nur kurz was zu essen, weil ich bin am Verhungern. Und dann werde ich mein Inventar zuvor leer räumen, weil ich möchte nicht, dass deine 2 letzten Jungle Saplings dann weg sind oder sonst irgendwas. Ja, okay, das wäre eine gute Idee. Ich denke gleich mal, wie das funktioniert. Holz, verdammt. Bringst du nochmal Holz mit? Ja, hab ich. Und Cobblestone auch. Steps bräuchten wir dann. Die kannst du hier machen, hier ist ein Tisch, keine Sorge. Hier ist ein Tisch in der Nähe. Ja, ich hab's schon erledigt. Wir brauchen eindeutig mehr Hühner und mehr Eier. Ja, ich habe ja jetzt da hinten meine Farm, die. Oh, da sind auch schon. Ist ja schon was, ne? Und da hier noch so eine kleine Stufe hin, da drunter, so. So? Genau, ja. So, hier ist diese Mobfarm. Du kannst dich dann hier hinstellen und kannst dann hier schön lalalala schlagen und EP sammeln und Gegenstände. Und das läuft dann alles darunter. Ja, wenn da oben stehst, ist es nicht gut. Wenn ein Creeper explodiert dann. Und da unten kannst du dann genau die anderen Sachen einsammeln. Richtig. Ah, Knochen. Richtig, Knochen. So, und wenn du dann da hochgehen würdest, ist da oben dann noch ein Tor. Ja, das heißt also, ich würde jetzt nicht hochgehen, du stirbst. Sondern, warte mal, da fehlt eine Stufe. Mir fehlt ein Slab. Danach fehlt noch ein Slab. Warum? Da fehlen noch 2 Slabs. War der Creeper eben gerade. Wieso springt der? Mehr nach oben wie nach unten. Ich hab Lust zu sterben. Ich bin ja in der letzten Aufnahme nicht gestorben und ich möchte das jetzt sehen, was hier oben abgeht. Ja. Bin mal ganz dicht bei dir. Ich hab nur Angst, dass ich hier jetzt. What the fuck, hier sind 1 Million Spinnen, ich möchte wieder weg hier, weil die können nämlich. Oh, hier unten ist auch eine Spinne gespawnt. Ah, cool, Spinnen sind gut. Warum? Da oben ist ein Huhn drauf. Ach so. Kommt da ein Huhn oben drauf? Vielleicht spawnen die jetzt einfach so? Ja, das schon, aber die sollten eigentlich nicht da spawnen. So. Oh, geil, Seide. Habe ich auch, 2 Stück. Cool, es sind hier gerade gar keine Monster, das ist gerade passend.
Ja, ihr habt ja die perfekte Mobfarm hier gebaut. Finde ich super. Jetzt kommt das Huhn runter. Na, kann man das Huhn unten töten. Dann gleich wieder ein Bett bauen, glaube ich. Yay, aber wir können nicht schlafen. Letztes Mal habe ich das ja versucht. Das geht nicht, solange ich wach bin. Solange ich da bin. Ja, ich ja, war doch im Zuschauermodus. Ah, okay. Mhm. Pass auf, ich habe jetzt 5 Knochen. Ich werde jetzt deine Jungle Saplings anpflanzen. Okay, das ist gut. Das ist gut. Obwohl, nee, gib du die mir, du sollst endlich mal dein Haus weiterbauen. Mm. Das nächste PvP-Event am Wochenende solltest du doch was haben, oder? Nö. Zu dem PvP-Event muss ich gerade noch was sagen. Das Ganze werde ich ja bei Kati spielen müssen. Und dann werde ich auch Kati wieder dazu animieren, dass sie mal wieder beim PvP-Event mitmacht. Ich brauche eine Axt, das ist die falsche Kiste. Die Axt habe ich mir gerade genommen. Ja, toll. Dann brauche ich zumindest 2 Sticks. So. Nein. Gut. Ich werde jetzt warten, bis die Sepplinge runterkommen. Mir ist scheißegal, weil letztes Mal sind die irgendwie anscheinend nicht gespawnt und jetzt warte ich hier. Ich werde warten und warten und warten. Ja, jetzt könnt ihr 15 Minuten oder noch 10 Minuten lang Tro beim Warten zugucken. Quatsch, so lange werden die auch nicht warten müssen. Erster Sepling. Ha. Zweiter, dritter, vierter. Oh, komm, ein Sepling brauche ich noch. Ja, 4 Saplings, geil. Ich kann einen Mammutbaum bauen. Yes. Hast du noch Bone Meal? Dann kannst du ihn gleich spawnen. Leider nicht, aber ich warte jetzt nochmal, ob ich nochmal welche bekomme. Und für den Mammut brauche ich erstmal noch Erde. Die muss ich dann gleich noch holen. Warte mal. Ich bin ja immer noch dafür, dass wir hier die Timbermod einführen. Ich will erstmal keine Mods hier einführen. Wobei, wir könnten hier. Wow. Das heißt, ich kann einen ganz normal hinpacken. Wunderbar. Ah, geil, das ist schon mal gut. So, jetzt geht's nämlich hier los. Jetzt muss ich nämlich hier... eine Schaufel mache ich mir mal schnell. Ich habe jetzt keinen Bock, das alles zu machen. Haben wir hier noch einen drin? Nee, natürlich nicht. Okay, ich hätte noch Eisen da. Wir hatten ja einen Eisenblock bekommen, deswegen habe ich auch eine Schere. Ah, cool. Aber was willst du? Ich habe Angst. Ich habe echt Angst, hier mich da drüber zu lehnen und also ganz wichtig, als damit du nicht abstürzt, niemals den Slab direkt unter dir setzen. Immer versetzt. Nein, ich baue nicht mehr mit Slabs. Ich baue nur noch mit vollen Blöcken. Ist nicht so gefährlich. So. Werde ich mal das hier alles einreißen. Oh, deswegen sind auch noch die Slabs drin. In der anderen Kiste. Nein, ich werde das doch nicht einreißen. Jungle Sapling, ja, es hat geil. Cool. Ich glaube, hier will ich einen Fenster. Dschungelbaum bauen. Jetzt bin ich gerade neugierig. Funktioniert's oder? Nein, funktioniert nicht. Was denn? Ach, ich habe gerade einmal Holz verloren. Vorsicht, das Loch. Einer ins Loch gefallen, oder wie? Ja. Wir müssen hier mal alles ein bisschen austauschen und vernünftig machen dann. Oh, das hat... Auch in Ordnung. Slabs. Hier brauchen wir kein Wasser mehr. Oh. Weg. Darunter sind jetzt noch welche. Lieber Dro, haben wir noch Fackeln? Ich glaube nein. Musste mal gucken. Ganz ehrlich, so, kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Werde ich die hier oben neu setzen. Da haben wir noch Eichenholz. Aber
sind wir mit dabei. Das ist voll. Egal. Da war so zu viel. Aber mein Schild hat immer noch keiner geändert. Das ist auch eine Tatsache, die ich extrem lustig finde. Patty hat sich ja da etwas drüber aufgeregt. Soll sich nicht so aufregen. Lachen. Aber wegmachen tut's halt auch keiner, ne? Deswegen. Hast du Pech gehabt, liebe Kathi? Oh? Ah. So. Ah, verdammt, jetzt habe ich den wichtigsten Punkt. Willkommen. Oh, cool, hat funktioniert. Oh, würde ich. Waren denn noch Knochenstaub? Nein, ne? Ja, nein, ja. Kreuz an. Ich glaube nicht. Au. Was du? Warum fällst du runter? Weil ich hier das Dach von oben nach unten baue. Und auch irgendwie wieder runter muss. Ich glaube, das könnte ein Problem mit dem Kaktus geben. Ein kleiner. Hollari, hollari, hollari. Ich versetze den mal. Weißt du, von den anderen kriegst du massig Setzlinge, ja, und von den Tropendingern erst so nach 20 Versuchen, oder wie? So in etwa, ja. Jetzt möchte ich, wo setze ich denn den Tropensetzling hin? Ich möchte ihn eigentlich so weit wie möglich hier hinsetzen. Ach ja, genau, da war ja beim letzten Mal was. Ich muss den Schneemann wieder bauen. Ja, für alle, die es nicht gesehen haben, also es hat wahrscheinlich keiner gesehen, ich habe den Schneemann zerstört. Oh, ich habe sogar noch... Hatte ich 7 Setzlinge diesmal rausbekommen. Okay, ich habe zu wenig Setzlinge. Sollte aber jetzt sich aufgehen. Jetzt brauche ich nur noch Knochenmehl. Warum macht der Schneemann keinen Schnee? Warte. Oder macht er das nur auf Stein? Ah ja, da musste höher. Eine Etage höher stehen. Wie höher? Nein, warte. Nein, jetzt haut er ab. Oh. Ja, den kann man ja schupfen. Das und da muss weg. Dann hättest du ihn da drauf bauen können. Das heißt also, hier muss Stone Slab hin. Ja, da hast du deinen Schnee. Schnee! Ja, jetzt steht der Schneemann natürlich da drüben. Ja. Und ich stehe hier. Ich will immer... Du musst die Kisten nach dem PvP, wenn es wegmachen. Okay. Arbeit. So. 1, 2, 3, 4, 5. Guck nach oben, Junge. Guck nach oben und sag, ich bin Gott. Nein, nicht Gott, aber... Na, ist der, ha? Ja, es ist toll. Toll, gefällt mir. Wo ist der Schneemann? Nein, du doofer Schneemann, bleib hier. ja, das war nicht okay, beabsichtigt. Okay, nicht. Okay, so, Mist. Wir haben jetzt nur noch, brauchst du das mit einer Schaufel ab? Gut. Ja, klar, ich habe den Schneemann gerade getötet, aber ich mache einfach einen neuen. Oh. Ah. Okay, Kürbissamen haben wir jetzt genügend. Ich habe die falschen Samen ausgesät, verdammt, ich wusste es nicht. Du besamst gerne, ne? Ja. Naja, dafür haben wir genügend Kürbis und können damit dann rein theoretisch Kürbiskuchen bauen. Oh, du glaubst gar nicht, was ich jetzt hier gerade an Essen alles raushole. Wow. Warum geht das jetzt nicht? Davon, das heißt... Warum kann ich den Kürbis da jetzt nicht reinmachen? Nein, es regnet. An Möhrchen habe ich 6. Ja. 6 und dann noch 6 Kartoffeln. Wunderbar. Super. Moment.
Woher ich hier einen Zombie in der Nähe? Ja, den höre ich die ganze Zeit schon, aber ich bin fast der Meinung, der gehört zur Mobfarm. So, du bleibst jetzt da drin. Ach nee, halt, ich weiß wo. Ach, unter dem Wasser. Unter dem Pool. Ach, ach da, ja, da hast du... Ein Stückchen, wo man, ich wollte da noch drunter ausbauen, deswegen. So, gut, du, wir sind mit der Aufnahme fertig, ne? Ja, wir sind durch, ich seh's gerade. Ja, okay, liebe Leute, dann muss ich jetzt in diesem Augenblick auch sagen, ich bin euer Tro. Hat mir Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, ich mach erst Disconnect und verabschiede mich dann. Ja, haut da rein, ihr seht's, Legendary Creeper, Schneemanner, alles, was weiß ich, haut da rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.